Hallo, willkommen zu einer neuen Aufnahme von Be Happy mit mir, den Silence. Ja, ich habe seit letztem Mal absolut gar nichts gemacht. Ehrlich gesagt, ich habe immer noch keine wirkliche Lösung für unser Problem mit den Aura Nodes. Ich habe, wie gesagt, letztes Mal schon mal unten ein bisschen rumgeflogen und geguckt, was es da noch so an Nodes gibt. Und das ist einfach zu wenig, deswegen habe ich mich jetzt entschieden, die letzten paar Quests quasi durch Cheaten zu machen. Ich werde einfach Aura Nodes cheaten. Für die unter euch, die quasi nicht cheaten wollen oder sagen, dass ich jetzt ein Spaß bin oder was auch immer, weil ich jetzt cheate, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so viel Lust auf das Pack. Ich will es jetzt nur noch fertig machen, denn das nächste Projekt ist auch schon am Laufen quasi, also habe ich schon mit lieben Blue Jenny aufgenommen. Das heißt, es wird direkt im Anschluss, wenn ich dieses Projekt fertig habe, weitergehen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen... genau, den Thaumium Boss Silverwood Wand. Also, dafür brauchen wir die anderen Caps. Hier ist er. Den brauchen wir jetzt nochmal eben kurz. Sollte jetzt nicht so das Problem sein, oder doch? Hier kriegen wir auf jeden Fall Magie her. Magie ist so, so, so und so. Dann kann ich hier, nee, so und Metallum, da ist Gelum drin. Gelum ist auch Ordo drin. Also kann ich hier quasi jetzt auch so machen. Denn dann haben wir jetzt nämlich die Thaumium Caps. Dafür brauchen wir die Thaumium Nuggets. Die kriegen wir. Was brauche ich denn für den Thaumium Boss Stab? Thaumium? Wie kriege ich denn jetzt die Nuggets? Ich muss auf jeden Fall das Ding hier machen. Es sollte eigentlich recht einfach zu machen sein. Okay, da brauche ich Eisen. Okay, das heißt, wir brauchen ein Cauldron. Oder? Heißt es auch auf Deutsch Cauldron? Ganz normal Cauldron. Ja, genau. Ein Cauldron. Dann brauchen wir hier drunter einmal Netherrack. Hier sollten wir irgendwo Netherrack haben. Wahrscheinlich denn da vorne in den Mischkisten noch. Denn mit diesem Cauldron können wir jetzt gleich ein wenig Magie machen. Wortwörtlich. So. Und der braucht quasi nur Feuer und dann brauchen wir noch eine permanente Wasserquelle hier langsam mal. So. Einmal Flint. Ich hoffe, wir haben irgendwo Flint. Hallo? Haben wir nicht irgendwo auch schon... Stimmt, wir müssen irgendwo noch Feuerzeug haben. Aber erstmal möchte ich jetzt zwei Eimer haben. So. Denn ich brauche ja auch eine Wasserquelle. Und da wir quasi jetzt ja Zaubertränke brauen. Ich glaube, man kann das so sagen. Zaubertränke brauen. So, beide Eimer voll. Und Flint and Steel wollte ich noch haben. Eigentlich müssen wir irgendwo... Da war's. Genau. Gut. Und Magie brauchen wir. Ich glaube, dann nehmen wir einfach die Rods für, die Dings für. So. Und wir brauchen jetzt hier noch die permanente Wasserquelle. Ja, ist jetzt nur die Frage, wo. Machen wir einfach mal kurz. So. Na, oder komme ich da so ran?
Nee, natürlich nicht. So, nicht ertrinken bitte. Gut, was essen, während ich hochschwimme. Man muss ja auf seinen Kalorienverbrauch achten. So, und wir haben eine unendliche Wasserquelle. Gut, das müssen wir jetzt auch gleich nutzen. Denn, wenn ich jetzt nämlich hier den Zauberstab nehme und einmal so mache, habe ich einen Crucible. Wenn ich da Wasser reinpacke, fängt das gleich an zu kochen. Und 4 Magie brauche ich. So, haben wir nichts anderes Scheiß? Ja, gut. 8 und 2 Ingots. Jetzt kommt nämlich das Eigentliche, was Farmcraft so, ja, so aufgabenlustig macht. Wir können jetzt hier nämlich reinpacken. So, die beiden, zack, und wir haben Thormium Ingots. Und eigentlich würde man, wenn ich jetzt die Brille auf hätte, könnte ich auch sehen, was da drin ist. Das kann ich jetzt leider nicht, da ich mir die Brille noch nicht gemacht habe. Was würden die kosten? Ja, die kosten halt den Kram. Kann ich eigentlich eben schnell machen. Ah ne, dann würden mich... Stechen mich die Bienen dann? Ja, die Bienen würden mich dann stechen. Das heißt, ich müsste die Bienen erstmal alle ausmachen quasi. Und dann könnte ich es machen. Ja, wie mache ich die aus? Ich werde hier einfach den Export stoppen. So. Dann sind sie zumindest bis zum nächsten Mal. Dann geben die Ruhe. Ja, das passiert, wenn man da zu viele Aspekte drin hat. Damit macht man sich die Welt kaputt. Oder man macht das Feuer damit aus. Verschwinde, du blöder Schleim. So. Und ja, eigentlich darf man nicht machen, was ich hier mache, weil man sich, wie gesagt, die Welt damit kaputt macht. Aber ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. So. Da brauche ich jetzt wieder die Aspekte für. Kann ich sogar noch machen mit meinem jetzigen Zauberstab. Und jetzt brauchen wir noch den Boss Wand. So, da brauchen wir Arcane Infusion für. Das ist irgendwie so mein Hassgebiet. Wenn ich jetzt wüsste, wo es wäre. Ah, hier haben wir jetzt auch noch einen ganzen Haufen freigeschaltet. Nein, das wollte ich gar nicht. Da, Infusion. Dafür braucht man sehr viele Stones. Ja, komm, pack es da mal rein. Ach, sieht man sogar. Cool. So. Dafür brauche ich jetzt Steine. Und ist eigentlich scheißegal, welche Charts ich nehme. Mache es so. Und so. Und habe natürlich nicht genug Wisp. Das heißt, ich werde jetzt zum Cheater. Und werde jetzt mir einfach Notes cheaten. So, wie gesagt, für die unter euch, die gerne das Pack quasi noch länger spielen wollen. Es ist eigentlich immer gut, wenn man einfach... Na, toll, aber das ist zu weit abgestanden. Aber egal, die fressen sich wie gesagt Egel auf. Ich kann mir hier natürlich nochmal schnell die Notes holen. Die Punkte habe ich eh genug von, also... So. Ja, einige von denen sind ein bisschen böse. Ich glaube, die reiße ich einfach mal ab. So. Naja, ist eigentlich auch egal. Die fressen sich halt jetzt gegenseitig auf. Hier ist keine bei, die mich ins Nichts zieht. Also passt für mich. So, Zauberstab ist wieder voll. Das Zeug kommt hier mit rein. Na, die nicht. Das Papier brauche ich auch erstmal nicht mehr. Das brauche ich auch erstmal nicht mehr. Ja, passt. Gut, dann gehen wir jetzt hier rein. Holen uns hier ein paar Steine raus.
Und jetzt muss ich mal weiter gucken, wie man den Rest aufbaut. Das weiß ich leider nämlich nicht wirklich. Ja, wie gesagt, Primal Charm können wir auch nicht machen, weil er 25 braucht und unser Zauberstab hat aktuell halt 110% Viskost. Ja, kann man nicht machen. Gut. Dann möchte ich jetzt mir erstmal die. Ah, die Brille kann ich ja leider nicht machen. Ich brauche Enderperlen. Okay, das heißt so, davon brauche ich 4 Stück. Ich brauche eine Enderperle. So. Das ist schon einiges, was auf Maximum hochgegangen ist. Und ich brauche noch ein paar Shards. Ach, ich habe noch ein paar Shards. Ich darf jetzt heute nur nicht überziehen, weil ich eigentlich noch was vorhabe. Was? 44. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich denn 44 zusammenkriegen? Ja gut, davon brauchen wir 9 Stück. Dann kann ich das zumindest schon mal machen. So. Jetzt habe ich mir viel zu viele gemacht. Ne, jetzt habe ich nur 8 gemacht. So, einen brauche ich noch. Ein Sufficient Wisp. Ja, mir egal. Meine Güte. Also da werde ich mir jetzt aber nichts anderes mehr cheaten. Ah, die machen sich hier gegenseitig schon wieder kaputt. Na, wie weit bist du? Ah, das konnte ich auch noch forschen. Krieg ich noch vielleicht irgendwas? So, jetzt ist er wieder voll. Jetzt, ich muss mir immer noch nur überlegen, wie ich das denn jetzt generell mache. Ach, falsches Buch. So, ich habe die Dinger, ich habe die Bricks. Ne, ich brauche da noch einen Pack mehr von. So. Jetzt nur die Frage, wo ich das hinstelle. Ich brauche noch eine neue Plattform. So. Na, ich glaube, 64 wird nicht reichen. Macht euch da hinten bitte nicht gegenseitig kaputt. Danke. So, F7. Dann sehe ich wenigstens, wenn mir hier irgendwer was am Hals halten will. Hals halten will? Ihr wisst schon, was ich meine. So, denn in der Mitte kommt jetzt der Pedestal rein. Dann kommen links und rechts erst die Arcane Stone Bricks. Und darüber dann die Runix. So, das heißt, erst die Stone Bricks. Dann die Dinger. So, und eigentlich jetzt die Matrix. Und jetzt die Frage, wie ich die Matrix machen kann. Was habe ich denn als Alternativen noch? Ich könnte den Great Wood Wand bauen. Der kann 50 halten. Ja, gut. Dann mache ich das eben schnell. Great Wood. Irgendwo muss ich jetzt auch noch meine Supergießkanne haben. Hier irgendwo wird auch noch Platz sein, kurz. So. Oh. Cool, das wusste ich auch noch nicht. So, Gießkanne. Mach mal Bäumchen groß. Na los. Ah, wächst er jetzt nicht, weil es Nacht ist? Oh, die haben auch mein Bett kaputt gemacht. Okay, jetzt kriege ich langsam Angst von den Dingern. Weil ich kenne die Notes so gar nicht. Stell ich mir das Bett lieber hier hin. Naja, gut. Macht's auch nicht wirklich besser. Ich will eigentlich jetzt nur gerne noch den Altar hier aufbauen, damit ich nächstes Mal die Rituale machen kann. Das ist das, was ich gerne noch machen möchte. Aber jetzt die große Frage, warum der Great Wood hier nicht wächst. Mag er das nicht so eingekerkert? Ja, mag er nicht. So, wie man sieht, das ist ein großer Baum. Wir brauchen genau genommen die beiden. Das war's. Mehr brauchen wir von dem Baum nicht.
So, die Blümchen. So, zwei davon. Hier hinten drin. So, ergeben nämlich den Greatwood Wand. Jetzt müssen wir uns noch zwei Cups dafür suchen. Nehmen wir einfach mal Gold Cups. Gold. So. Weil die Thormium Cups möchte ich gerne halt für den Thormium Boss Wand behalten. So. Und so. Und jetzt so frischen USB. Willst du mich verarschen? Wie viel braucht man denn? Also, wie man sieht, ich hätte sehr, sehr viel hier sammeln müssen. Dafür, dass ich den Wand immer wieder voll machen kann. Und ich überziehe schon wieder. Naja, egal. Auf jeden Fall, bei dem Zauberstab, der dann da rauskommt, kriegen wir hoffentlich genügend Wisp rein, dass wir auch die Matrix bauen können. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Ich hoffe es einfach. Jetzt kriegen wir noch Schluck auf. Capacity 50. Und Verbrauch scheint normal zu sein. Also klar, man kann auch noch mit einigen anderen Sachen den Verbrauch reduzieren. Da gibt es genügend Möglichkeiten in Thormcraft, aber wie gesagt, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr, mich so viel mit Thormcraft zu beschäftigen. Weil Thormcraft an sich ist eigentlich schon ein Mod, wo man sich gut 50 Folgen mit beschäftigen kann, wenn man es richtig intensiv macht. Und ja, wir sind jetzt bei Folge 54, 55, irgendwas aus dem Dreh. Ich weiß es gerade nicht genau. Und ja. Weißt du, wie lange brauchen wir jetzt? Haben wir alle keine... Was? Die haben alle schon... So... Na... Also die machen sich scheinbar wirklich alle gegenseitig kaputt. Also da hat man auch gesehen, es gibt auch Nodes mit anderen Elementen als nur die Basiselemente. Ey, das gibt's doch nicht. Achso, nee, gut. Na, kann ich hier genau einen drauf platzieren? Scheinbar ja. Also bis nächstes Mal sind die eh alle weg und wahrscheinlich auch meine ganze Plattform. So wie ich mein Glück kenne. Und so wie das hier gerade abgeht. Alter. Das macht mir irgendwie Angst gerade. Ist irgendwie cool, aber es macht mir ein bisschen Angst. Gut, auf jeden Fall. Wir können jetzt hier zack, zack, zack. Die vier und die. Wir können uns jetzt die Runik-Matrix bauen. Können die jetzt noch hier mit ran platzieren. Na. So. Und mit einem Klick hier drauf. Wie viel brauche ich dafür? Wieder falsches Buch? Das ist doch eigentlich nicht... Was habe ich da jetzt falsch gemacht? Das ist genauso. Ah, 25 von jedem. Okay, gut. Ja. Bin mal echt gespannt, wie lange die Notes hier bleiben. Also. Ja, die fressen sich, glaube ich, gegenseitig gerade auf. Und. Bing! Jetzt können wir nämlich Infusions machen. Und wir müssen eigentlich nur zwei Infusions machen. Stimmt, den Primal Charm kann ich nochmal schnell machen. Dann haben wir wenigstens nochmal eine Quest abgeschlossen. Einen einzigen. Ah gut, nee, doch nicht. Das dauert doch ein bisschen länger. Gut, aber dann würde ich einfach mal sagen, nächstes Mal machen wir die letzten beiden Quests fertig. Wenn wir beides schaffen in einer Folge, das weiß ich nicht. Aber da ich wahrscheinlich eh wieder so wie jedes Mal gnadenlos überziehen werde... Wird es wahrscheinlich eh was werden. Also von daher würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Wahrscheinlich letzte Folge.
von Be Happy. Bis dann. Ciao, ciao.